Herzlich willkommen am Flughafen Frankfurt. Mein Name ist Thomas Job von der Webseite Fluggesellschaft.de. Wie ihr seht und hört, ist hier eine ganze Menge los. Wir nehmen euch heute mit hinter die Kulissen des größten deutschen Flughafens und ich freue mich auf das Video. Bleibt einfach dran. Herzlich willkommen zur Sonderfolge 28. Mein Name ist Thomas Job. Ich bin heute hier am Flughafen Frankfurt und bei mir steht der Thomas Kirner. Sie sind Leiter Servicequalität am Airport Frankfurt. Meine erste Frage ist, die steht auch nicht auf meinem Zettel drauf. Bei der Anfahrt habe ich mir überlegt, wie nennen Sie sich eigentlich? Nennen Sie sich selber Fraport oder sagen Sie zu sich Flughafen Frankfurt? Ah, okay, gute Frage. Was sagen Sie selber, wenn Sie zu Ihrer Frau oder zu Hause sagen, ich fahre jetzt zur Arbeit? Wie fahren Sie da hin? Ja, da fahre ich an den Frankfurter Flughafen. Das ist hier unser Hauptstandort, aber die Firma heißt Fraport AG. Wir sind ja weltweit tätig. Meine Tätigkeit als Leiter Servicequalität beschränkt sich allerdings hier auf den Standort Frankfurt. Das heißt, wenn ich Ihnen was erzähle über Servicequalität und Services, dann fokussiert sich das meistens oder immer auf den Standort hier, auf den Flughafen Frankfurt. Hintergrund meiner Frage ist, dass ich mich sehr viele bei meinen Videos und auch auf der Webseite mit Günstigfliegern beschäftige und es gibt da halt einen Platzhirschen, der hatte ja früher so das Problem, die Benennung der Flughäfen so richtig aus unserer Sicht, wenn wir Geografen sind, durchzuführen und die unterscheiden jetzt zwischen Frankfurt-Hahn und nennen das hier Frankfurt International, wo wir sind. Und ich finde diese Terminologie eigentlich auch für den Kunden jetzt zu verstehen, aber sie nennen sich Flughafen Frankfurt. Wir nennen uns Flughafen und sie Frankfurt. Sind die Fraport AG, darüber hinaus sind sie ja weltweit tätig. Ich glaube, genau. In Antalya sind sie am Flughafen beteiligt. Und wir haben verschiedene Beteiligungen, Antalya, in Russland, in China, in Brasilien jetzt, in Griechenland. Aber wir sprechen heute sprechen über Frankfurt und da sind die Zahlen ja auch beeindruckend. Sie haben über 60 Millionen Fluggäste pro Jahr. Sie sind unter den Top 5. Ich habe mal verschiedene Statistiken gesehen. Beim Drehkreuz sind Sie auf Nummer 3, glaube ich, auch weltweit. Und dann ist immer die Frage, ist das international oder nationales Drehkreuz? Ja. Und da kann man sich die Zahlen so drehen, wie man lustig ist. Aber der Flughafen Frankfurt ist der wichtigste in Deutschland, das steht allemal fest. Correct. Und einer der wichtigsten in Europa, würde ich gerne so stehen lassen. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage Leiter Servicequalität. Wenn man jetzt junger Mensch ist, so nach dem Abitur oder nach dem Schulabschluss und sagt, das ist ein toller Job, was muss man denn eigentlich machen, um Ihre Position zu besetzen? Was haben Sie für einen Werdegang? Ja, also ich bin nicht vom Studium Leiter Servicequalität geworden. Das hat sich im Laufe des Lebens dann halt so entwickelt, wie das so ist. Ich habe europäische Betriebswirtschaftslehre studiert und die Fraport war mein zweiter größerer Arbeitgeber. Ich bin eigentlich als Quereinsteiger hier reingekommen. Habe bei der Unternehmensstrategie angefangen, in der Planung, Strategie, habe verschiedene Stationen durchlaufen, auch operativer Art, zum Beispiel in der Luftsicherheit als Leiter dort und bin dann im Bereich Servicequalität, Kundenzufriedenheit gelandet und das macht mir nach wie vor so viel Spaß, dass ich das nach wie vor sehr, sehr gerne mache auch. Und man sollte sicherlich studiert haben, um hier eine entsprechende Position zu bekommen. Also Abiturstudium ist schon gerne gesehen, kann man sagen. Ist gerne gesehen, nach wie vor. Betriebswirtschaft ist kein Muss. Wir haben auch Geisteswissenschaftler, Ingenieure, Architekten. Und das ergibt sich dann im Laufe der Karriere sicherlich dann das eine oder andere. Wie ist das mit dem Kerosin im Blut? Muss man das auch irgendwo noch haben? Oder Ist man das? Ist das wenn ich meine Kollegen frage, wir brennen alle irgendwo für dieses internationale Flair, für diesen Standort, für das Fernweh, für die Reisen, das ist klar. Wenn man das gar nicht hat, kann man auch hier arbeiten, aber es macht es natürlich noch leichter. Macht dann mehr Spaß. Macht dann noch mehr Spaß. Genau. Wunderbar. Ja, Leiter Servicequalität. Da gibt es verschiedene Services hier am Flughafen in Frankfurt bei so einem riesengroßen auch Arbeitgeber und es ist ja eine eigene Stadt mit ein paar Landebahnen, kann man sagen. Welche Services haben Sie in der Vergangenheit hier aufgebaut, mit denen Sie sehr zufrieden sind? Was können wir da nennen? Was können Sie den Kunden empfehlen, die jetzt hier in den Urlaub starten? Oder es gibt ja wahrscheinlich auch welche, die einfach nur so als Besucher zu Ihnen kommen. Absolut. Also wir haben wirklich ganz viele neue Services entwickelt. Natürlich bieten wir die normalen Services, die Flughäfen bieten, wie eine Gepäckaufbewahrung, Informationsdienste, eine Hotline für Leute, die sich erkundigen wollen, ein riesiges Parkangebot.
und so weiter. Aber wenn Sie mich vielleicht zu spezielleren Sachen fragen. Vielleicht kann ich kurz was eingreifen, was ich erstaunlich fand. Oder wir sind ja heute zu zweit hier am Flughafen Frankfurt. Vielleicht kann man die Kollegin im Hintergrund sehen. Ja, das ist die Dame mit der roten Weste. Die hat uns ja gerade auch zusammengebracht, weil wir hier, der Flughafen ist so groß, wir standen an der falschen Tafel. Und hier sind also so fleißige Helferlein, um das jetzt mal so salopp zu sagen, die aber sofort Rede und Antwort stehen in verschiedenen Sprachen. Genau. Und das kenne ich so nicht vom Flughafen Schönefeld zum Beispiel. Und die sind wirklich kompetent und stehen hier überall rum und helfen sofort weiter. Ja. Man kann mit jeder Frage zu diesen Leuten kommen. Das ist, wie Sie sagten, ein Service. Wir sind der größte Flughafen in Deutschland. Es ist nicht immer einfach, über Frankfurt zu reisen. Es ist ja auch ein komplexes Gebilde mit langen Wegen zum Teil. Das liegt in der Natur der Sache. Und wir sind halt der Meinung, wir brauchen auch mobiles Informationspersonal, was an kritischen Stellen einfach steht und den Leuten weiterhilft. Und das in der freundlichen Art und Weise und das in vielen verschiedenen Sprachen. Ist etwas verwinkelt. Wir hatten so das Problem, die Besucherterrasse oder den Zug zu finden, also den Skytrain von Terminal 1 zu 2 rüber, aber da kommt man hin, wenn man dann auch einfach den Schildern folgt. Man muss auch mal lesen. Beim Bahnhof ist das so, dass sie einen Regionalbahnhof unten im Keller haben, der sehr nah am Terminal ist, und den Fernbahnhof ein paar Meter weiter. Ja. Aber sie sind aus meiner Sicht der bestens an die Bahn angebundene Flughafen in Deutschland. Es gibt noch andere, aber hier sind die Verbindungen einfach sehr stark für die Fernstrecke. Ich habe mir das vorher nochmal angeschaut, aus dem Ruhrgebiet, aus Dortmund, aus der letzten Stadt, der hintersten Stadt im Ruhrgebiet. Dortmund kommt man hier in 2 Stunden 15 mit dem Zug direkt zum Flughafenterminal. Aus Berlin sind wir jetzt unter 4 Stunden gefahren, Hamburg ist 4 Stunden machbar, München ist 4 Stunden machbar, Stuttgart 1 Stunde 15. Also man kommt aus jedem Ballungsgebiet oder Großstadt Deutschlands innerhalb von weniger als 4 Stunden hier zum Flughafen. Ein Standortvorteil. Absolut. Wir sagen immer so, der Umkreis von 300 Kilometern ist so unser Einzugsgebiet. Und da leben nun mal fast 40 Millionen Menschen hier in Deutschland. Das ist sozusagen das Potenzial aus Deutschland heraus, das wir auch bedienen, weil wir natürlich sehr viel mehr Verbindungen haben als jeder andere Airport in Deutschland. Ja. Und einige Verbindungen nur von hier aus auch abgeflogen werden können, logischerweise. Und dies, was Sie sagten mit der Bahn, wir nennen das Intermodalität, also dass man sozusagen alle Verkehrsträger miteinander verknüpft. Wir sind ja ein Umsteigeflughafen allererster Linie. Das heißt, ungefähr 60% unserer Passagiere fliegen nicht von hier ab, sondern steigen hier nur um. Ja. Also kommen meinetwegen aus den USA, wollen nach Indien, steigen hier um und haben vielleicht eine Stunde, zwei Stunden, vier Stunden Aufenthalt. Soll man gar nicht denken. International ist sehr viel. Absolut. Ja? Also die Leute betreten nur für kurzen Zeitraum den deutschen Boden und sind dann auch schon wieder auf dem Weg Richtung Asien, wenn sie aus Nordamerika kommen. Aber wir wissen ja auch, das Berliner Problem, ja, wir kommen aus Berlin und kennen uns sehr gut aus mit den Flughafenbegebenheiten dort, ist der Vorteil von Frankfurt. Wir haben unheimlich viele Gäste in Berlin, die sagen, ja, ich bin über Frankfurt geflogen und dann mit Lufthansa, wenn es Star Alliance ist, dann weiter geflogen nach Berlin oder mit Air Berlin dann weiter. Die wollen, glaube ich, auch ihre Verbindungen dann Frankfurt-Berlin ausbauen. Wir hatten auch kurz überlegt, es war ein attraktiver Preis, aber schlussendlich war das Arbeiten in der Bahn für uns attraktiv. Dass wir so ein großer Umsteigerflughafen sind, ist natürlich eine Besonderheit, die auch erfordert, dass wir unseren umsteigenden Passagieren auch Services anbieten, die vielleicht ein anderer Flughafen nicht so braucht. Ja. Ich nehme nur das Beispiel, dass wir ein Transithotel gebaut haben. Das heißt, im nicht öffentlichen Bereich, im Non-Schengen-Bereich, im Transitbereich, wo Gäste halt kein Visum brauchen und können dort für 3 Stunden oder für einen Tag oder für eine Nacht übernachten und dann weiterfliegen, ohne hier einreisen zu müssen in Deutschland. Ja. Das ist eine Besonderheit, die nur der Frankfurter Flughafen hat beispielsweise. Es macht aber gleichzeitig die Schwierigkeit für uns, da jetzt mal zur Rezeption zu gehen und da ein kleines YouTube-Video zu drehen. Das wird nicht funktionieren. Wir kommen da nicht ohne hin. Ticket, ohne Non-Schengen-Ticket. Wir müssten eigentlich mit einem Non-Schengen-Ticket von außerhalb reinfliegen, um uns das dann genauer anzuschauen. Aber haben wir den Medien auch entnommen. Ja, finde ich sehr spannend. Wir haben weitere Informationen. Dazu wird es dann auch nochmal ein Special geben zu diesem extra Hotel für uns. Und vielleicht in dem Zusammenhang kann man mal darauf eingehen. Wir haben natürlich analysiert, was sind so die Bedürfnisse von den Passagieren, so die Hauptbedürfnisse. Und das hat sich ja auch verändert in den letzten Jahren. Man will ja nicht nur einfach hier wie ein Lemming durchgeführt werden und abgefertigt werden, wie in der alten Sprache das heißt. Und man, ich kann Ihnen Beispiele nennen, ja, ich will es jetzt. Man möchte ja einen schönen Start in seinen Urlaub haben beispielsweise. Ja. Ja. Und ein wichtiges Bedürfnis, insbesondere auch von solchen umsteigenden Passagieren, die vielleicht schon einen langen Flug hinter sich haben, ist zu relaxen, auszuruhen, vielleicht auch mal
zu schlafen. Da habe ich jetzt das Transferhotel schon genannt. Aber wir haben auch zum Beispiel, wir nennen das Silent Chairs, entwickeln lassen, extra für uns. Das ist ein besonderes Möbel, wo sie durch Plexiglasscheiben noch so ein bisschen vom Umgebungslärm abgetrennt sind. Sie haben dort auch Lautsprecher, wo sie Musik hören können mit ihrem eigenen Gerät, zum Beispiel ein kleines Tischchen. Diese Flächen, von denen wir jetzt 9 Stück haben, verteilt über die Terminals, werden super gut angenommen. Die Gäste lieben das und relaxen dort ein bisschen. Sind 9 Stück und ist das irgendwie mit Kosten verbunden? Nein, man setzt sich einfach alles kostenfrei, rein. Kann man da vielleicht auch sein Smartphone oder sowas aufladen? Da kann man sein Smartphone aufladen. Was ich Ihnen jetzt erzähle, sind kostenlose Services tatsächlich für Passagiere außerhalb der Lounges von Airlines. Okay. Wir haben natürlich ein riesiges Lounge-Angebot der Airlines hier am Standort, logischerweise. Ja, ich hatte Ihre Mitarbeiterin vorher gefragt, welche Lounges haben Sie eigentlich? Da hat sie dann gesagt, okay, hier ist eine Webseite, da sind die alle aufgelistet. Kann man gar nicht alle nennen, hängt ja immer von dem Status ab, weil es hängt immer von dem Ticket ab, was man hat. Und die kann eben nicht jeder nutzen. Richtig. Aber Sie haben diese kostenfreie Angebote. Wir haben aber tatsächlich auch 2 Lounges, die jeder nutzen kann, egal von welcher Airline und ob er Eco-Passagier ist oder sonstige Klasse hat. Gibt es hier im Terminal 1, ist die Lux Lounge, und im Terminal 2 im nicht öffentlichen Bereich die Sky Lounge. Also auch das gibt es hier. Die sind also ohne Status gebunden. Nicht Airline gebundene Lounges, wo ich dann wahrscheinlich auch mal duschen kann, neben dem üblichen Essen und Trinken, was man dort dann inklusive hat. Zum Duschen haben wir tatsächlich auch Fraport eigene Duschen für Passagiere. Okay. In allen größeren Flugsteigen gibt es auch ein Duschangebot. Da muss ich jetzt kurz überlegen, ich glaube, es kostet 6 oder 7 Euro, das Angebot zu nutzen. Das ist auch, wird auch rege genutzt, klar. Leute wollen sich auch mal frisch machen. Wie gesagt, insbesondere, wenn sie verschwitzt sind von ihrem ersten Flug, wollen dann umsteigen irgendwo anders hin, haben vielleicht noch ein Business-Termin. Frankfurt als Bankenmetropole, das kann ja sein, dass jemand hier jetzt einen Geschäftstermin vorne in Frankfurt hat. Es ist nicht weit mit der Regionalbahn. In 15 Minuten ist man circa da, oder 20 waren es knapp, aber auf jeden Fall ein Katzensprung. Zum Fußball ist nicht weit, wenn man sich da nochmal frisch machen möchte für die Business-Lounge bei Eintracht. Weiß ich nicht. Meinetwegen. Ist alles kombinierbar. Und bei den genannten Lounges, die Sie gerade sagten, die kosten, glaube ich, so um die 15 bis 30 Euro. Ja, also das ist so ungefähr die Preisrange, die man da pro Tag nennen muss. Aber dafür hat man dann inklusive Essen, Trinken, vielleicht eben diesen Relax-Sitz. Man kann im kostenfreien Internet auch surfen. Ist hier auch kostenfrei, wie wir gehört haben, im Terminal, dieses WLAN-Angebot. Ja. Machen manche Airports auch, aber da ist immer die Frage, okay, was ist jetzt Internet inklusive? Ich sag mal, dass jetzt jeder auf YouTube oder Netflix hier seine Daten runterlädt, das wird wahrscheinlich schwierig sein. Das kann man dann wahrscheinlich aufbuchen gegen einen kleinen Aufpreis. Ja, also Sie können natürlich kostenpflichtige von der Telekom Hotspots nutzen. Ach so. Aber auch für den Normalbürger, der keinen Telekom Hotspot hat, kann man hier kostenfrei das WLAN nutzen, auch mit einer vernünftigen Verbindungsstärke. Das ist keine Frage. Sie können auch YouTube-Filme gucken, ohne dass Sie befürchten müssen, dass nichts funktioniert. Mhm. Und das ist komplett kostenfrei. Und geht sogar schon in den Bussen, die wir auf dem Vorfeld fahren. Bei uns müssen Passagiere ja auch öfter mal Bus fahren. Wir haben für dieses Angebot, was wir anbieten, eigentlich zu wenig Kontaktgates. Und wir haben viele Vorfeldpositionen, von denen die Passagiere mit Bussen transportiert werden müssen. Ja. Und wir haben jetzt schon ein Angebot auch im Bus entwickelt, wo wir die Passagiere einfach informieren, wo werden sie hingefahren, wie ist das Wetter, sie haben hier freies WLAN, können schon reingehen, E-Mails checken und so weiter und so fort. Also die Business-Leute, die ständig online sein müssen, die sind hier in Frankfurt bestens aufgehoben, können dann eben auch duschen. Bei den Duschen habe ich immer so eine Frage, wenn ich jetzt da ankomme mit meinem Koffer und allem, 2 Fragen. Gibt es denn eigentlich ein Handtuch dazu oder könnte ich mir das leihen oder irgendwie kaufen? Oder? Das Handtuch bekommen Sie dazu, das ist im Preis inklusive. Also okay. Ja. Und beim zweiten ist immer, dass ich Angst um mein teures Laptop habe, während ich nackig unter der Dusche stehe, kann ich das ja nicht mitnehmen, ist nicht wasserfest. Das kann man vielleicht wegschließen? Oder? Das wird, ist ja auch besetzt, die Dusche. Da ist eine Rezeption. Wird drauf aufgepasst. Okay, also muss ich mir keine Sorgen machen. Müssen sich keine Sorgen machen. Da ist also der Service. Und vielleicht wollen Sie als Passagier auch duschen, wenn Sie gerade vorher noch Ihre Yoga-Übung gemacht haben. Wir haben nämlich auch seit anderthalb Jahren jetzt 2 Yoga-Räume im Angebot, die auch von Gästen genutzt werden, obwohl wir wenig Werbung dafür gemacht haben. Yoga
ist eine Trendsportart. Viele Leute wollen das halt auch praktizieren, wenn sie auf Reisen sind. Und auch das Angebot bieten wir. Gerade sie sind verspannt von ihrem ersten Flug, wollen vielleicht mal sich ein bisschen entspannen, Übungen machen. Können sie inzwischen auch am Frankfurter Flughafen machen. Man muss seine Yogamatte wahrscheinlich nicht mitnehmen. Ne? Nicht ich habe vorhin ein paar Rucksackreisende gesehen, die hatten so etwas wie eine Yogamatte dabei, aber ich glaube, das war dann mehr für den Zelturlaub gedacht. Nein, Yogamatte sind dort. Es ist auch ein Bildschirm, dort, wo ein Film gezeigt wird mit Übungen, wenn sie noch nicht so firm sind. Das ist alles da. Also Personal Trainer kann man jetzt nicht erwarten, aber man hat schon so eine kleine Anleitung für den, vielleicht ist das auch was für den Anfänger, der mal reinschnuppern möchte, dann kann er das hier tatsächlich auch kostenfrei am Flughafen Frankfurt tun. Warum denn nicht? Ja. Was haben Sie denn für Familien zum Beispiel? Genau, Familien. Für Familien haben wir natürlich auch ein großes Angebot. Wir haben das ganze Angebot an Kinderspielflächen erhöht. Da sprechen wir von Themenwelten. Es gibt mal so eine Fläche mit Flugzeug, mit Hubschrauber, mit Rakete. Also ein bisschen natürlich Richtung unseres Geschäfts auch, aber auch andere Dinge. Relativ neu eingeführt haben wir sogenannte Gaming Worlds. Das ist sicherlich etwas für jetzt schon etwas größere Kinder. Dort können sie mit der modernsten Xbox-Generation von Sony Spiele spielen, kostenfrei. Okay. Wir haben dort vor allen Dingen Bewegungsspiele, Klettern, Tanzen, Sportspiele, also alles in diesem Rahmen. Ist eine gute Auswahl für kleinere, größere Kinder. Können Sie das auch vor dem Flug nochmal zocken ein bisschen? Ja, es ist ja heute so, dass wir heute eine sehr bewölkte Wetterlage hier in Frankfurt haben und für diejenigen, die so Indoor noch was überlegen, die Familien, die brauchen ja mal was Nettes, um die Kleinen zu belustigen. Und da ist das wahrscheinlich ein, also ich sag mal kleine, das wäre so zwischen 8 und 14 Jahre. Also jetzt für die Gaming World würde ich das mal so sagen. Mhm. Ja. Für die noch kleineren haben wir natürlich die Kinderspielflächen. Ja. Wir haben natürlich eine tolle Besucherterrasse im Terminal 2. Also wenn Sie jetzt nicht unbedingt nur fliegen wollen, sondern einfach hierher kommen wollen, machen auch viele. Ein ganz toller Bereich dort, ein riesen Kinderspielplatz, McDonald's ist da, da ist eine Besucherterrasse. McDonald's ist da, haben wir gerade auch schon gesehen. Das war sehr verlockend und haben das dann auch nach dem Interview verschoben, dass wir uns entscheiden für einen der Food-Anbieter, den sie da haben. Aber die Besucherterrasse durften wir übrigens auch kennenlernen. Und ich war erstaunt, dass es da einen Moderator gibt, nämlich jemand von ihrem Team, der sonst auch bei den Bustouren dabei ist. Der steht da oben mit einem Mikrofon und sagt, da ist die Maschine jetzt aus da und da und die nächste fliegt dort und dorthin. Also es gibt tolle Informationen von kompetenten Mitarbeitern, kannte ich so auch nicht. Genau, und Sie haben es selber angesprochen, Flughafenrundfahrten bieten wir natürlich an. Sind wir gleich dabei? Ganz verschiedene, Sie erleben selber gleich eine, ich kann es empfehlen, ist wirklich toll. Ja, für uns ist wichtig Fotomaterial. Für Kinder, wir haben auch jetzt Movie Worlds, also eine Art Wohnzimmerkino eingerichtet. Ja. An zwei, drei Stellen in den Terminalbereichen, also im Abflugbereich, können Sie jetzt mit Ihrer Familie oder alleine auch Hollywood-Filme schauen oder Serien. Wir haben zum Beispiel, was haben wir im Angebot? Avatar, Minions, also sagen wir Filme für kleinere Kinder, für größere, für Erwachsene, alles auch dabei. Auch das ist ein kostenfreier Service. Lässt sich locker mal ein oder zwei Stunden hier am Frankfurter Terminal überbrücken. Genau. Das ist auch dieser typische, das typische Flughafen-Feeling, was man in Düsseldorf oder so auch kaum noch hat, weil es ja keine Durchsagen mehr gibt. Aber wer das mal spüren möchte, und ein Klassiker ist hier, ich weiß nicht, nennen Sie das auch Klapperwand, was hier im Hintergrund Klappertafel, ist? Die Klappertafel. Das ist, glaube ich, auch die größte, oder die beiden sind somit die größten, die man noch hat. Das ist fast ein Unikat inzwischen auf der Welt. Wir betreiben das, solange es geht, weil das ein Stück weit diesen Flair halt ausmacht. Ist tatsächlich, bei mir kommt sowas an, damit haben wir uns getroffen. Ich habe bei YouTube ein Video gesehen, da geht es um den Flughafen Frankfurt und da gibt es speziell ein Video, das werde ich unterhalb auch nochmal in den Shownotes verlinken, wo der Mechaniker vorgestellt wird, der das ganze Ding als Servicekraft das ganze Jahr durch tatsächlich mit diesen einzelnen Plättchen da bespielen muss. Ja. Irgendwann werden wir es nicht mehr betreiben können. Ja, ich drücke die Daumen, dass ich das nicht mehr erlebe, dass sie das abschalten werden und in eine elektronische irgendwas ändern werden. Ja, was haben wir denn wir haben jetzt was für Aktivitäten gehört, für Familien. Gibt es denn auch was für den Ruhesuchenden noch? Ja, ich habe natürlich noch was vergessen für die Kinder. Wir haben noch eine Dinosaurier-Ausstellung. Eine permanente im Terminal 2 auf der Plattform, wo sie mit dem Skytrain dann zum Terminal 1 fahren. Da haben wir eine Ausstellung, die nennt sich Evolution des Flugs. Oh.
Da stellen wir so ein bisschen dar, wie sich das entwickelt hat, und zwar anhand der Saurier. Also das fängt also vor Otto Lilienthal noch an. Vor Otto Lilienthal, da hängen auch so Lebendrekonstruktionen, also wie die im Original wirklich waren, aussahen. Also ist auch ganz interessant für Kinder. Das nur am Rande. Ja, Flugsaurier, die dritte Dimension, ja, das ist was für Kinder, das kann ich mir vorstellen. Und jetzt für Ruhe suchen, haben Sie da was? Es ist sehr wuselig hier am Flughafen, das muss ich zugeben. Absolut. Wo würden Sie sich denn hier ein stilles Örtchen nur zu, mal suchen, wenn Sie mal fünf Minuten abspannen möchten? Also ich habe ja schon die Silent Chairs erwähnt. Ah, ja, das kann ich absolut empfehlen. Ja. Das ist super. Wenn Sie nicht in die Lounge gehen können wollen, können Sie das nutzen. Wir haben daneben aber auch ganz viele neue Relax-Bereiche, wo man so ein bisschen auf Liegestühlen abhängen kann, relaxen kann. Ja, das wird ja heutzutage einfach gerne gemacht. Wir haben, wenn Sie eine Kombi wollen zwischen ein bisschen relaxen und ein bisschen berieseln lassen und Erlebnis haben, dann sollten Sie mal vom Gate B44 bis 48 abfliegen. Okay. Da haben wir eine riesige 21 Meter lange LED-Leinwand aufgebaut. Die zeigt Filme über die Destinationen, die von dort angeflogen werden. Ah, ja. Also das ist ein Gate-Bereich, wo zum Beispiel Singapur angeflogen wird, New York, was haben wir noch, Rio, glaube ich, oder auch Afrika. Und dort haben wir Filme, die zeigen, was man dort so erleben kann. Und das in einem riesigen, ganz tollen Format. Also es kommt wirklich sehr gut macht an. Schon Lust auf Urlaub. Dann macht Lust auf Urlaub. Und zwischenzeitlich, das ist immer abwechselnd, sehen Sie dann einen Film zum Flughafengeschehen hinter den Kulissen. Ah. Weil viele Leute interessiert ja, wie funktioniert so ein Flughafen, was passiert da im Hintergrund. Wir haben da so eine Feuerwehrübung beispielsweise dargestellt oder so eine Abfertigung vom A380. Ganz interessante Sachen. Ja, die NTV-Dokus laufen auch sehr gut, habe ich schon gesehen. Also ja, laufen auch. Laufen auch bei mir zu Hause, so auf dem Screen hinter bei der Arbeit. Ja, das sind ja eine ganze Menge Services, die Sie jetzt uns hier vorgestellt haben. Also ich sag mal, in den üblichen Dingen, die man so am Flughafen braucht, da sind Sie schon sehr gut aufgestellt und das ist einfach noch on top. Für den Ruhesuchenden haben wir was dabei, für denjenigen, der mit seinen Kindern ein bisschen Action braucht, haben wir was dabei. Wir haben für Inspiration unheimlich viel hier am Flughafen. Sprechen wir über was ganz Banales noch, vielleicht am Schluss über das Parken. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass man so toll mit der Bahn hier hinkommt, aber es gibt viele Leute, die möchten individuell mit dem Auto anreisen. Es gibt Parkflächen direkt in Terminalnähe, aber okay, die sind vom Preis her wie an allen anderen Airports nicht gerade sehr günstig. Was könnten Sie denn empfehlen, wenn man jetzt mit der Familie zwei Wochen in den Urlaub, wir haben gerade die Ferienzeit, fliegt? Wo sollte man da Ihr Angebot nutzen? Also Sie haben vollkommen recht. Es gibt ganz unterschiedlich gestaffelte Parkangebote und zwar unterschiedlichster Art. Ja? Für jeden ist sozusagen das Richtige dabei. Ich kann in allererster Linie empfehlen, wenn Sie das vorher planen können, es online schon mal zu machen. Okay. Da sparen Sie Geld einfach. Ja? Über 50% können Sie teilweise sparen, dann gegenüber den Kosten, wenn Sie es hier vor Ort machen. Wir haben, sage ich mal, für Urlauber, die eine Woche, zwei Wochen hier bleiben, das sogenannte Holiday Parken. Das ist ein Parkplatz, der in einem anderen Bereich des Airports angesiedelt ist, wo ein Shuttlebus regelmäßig hin und her fährt. Ist das günstigste Angebot, was wir momentan anbieten. Jetzt habe ich natürlich die Preise nicht hundertprozentig im Kopf. Ich glaube, für eine Woche fängt es bei 39 Euro an. Okay. Ist ein bisschen von der Saison noch abhängig. Das sind diese Eckpreise zwischen 40 und 50. Ja. Manchmal 55 Euro ist eine Woche in den Ferien. Ich glaube, zwei Wochen sagen, 54. Man sollte frühzeitig im Internet buchen. Gibt es da irgendwie zwei, drei Monate vorher? Sie können ab 9 Monate vorher können Sie buchen, ab bis einen Monate. Tag vorher. Okay, das ist ein wichtiger Hinweis, den wir dann mitnehmen. Wenn Sie lieber hier näher am Terminal sind, haben wir natürlich auch hier ein sehr großes Parkhaus. Habe ich jetzt die Preise auch nicht genau im Kopf. Fängt halt dann ein bisschen teurer wird es dann. Ja. Ja, dafür haben Sie den sagen wir 5 Minuten bis 10 Minuten Fußweg zum Check-in. Ja. Und wer es ganz nah will, kann das Business Parken Produkt nutzen. Das ist dann wieder noch ein bisschen teurer. Das heißt Business Parken, aber Sie können auch als Eco-Passagier dort parken. Ist bei Ihnen auch dieses Valet-Parken, dass ich da hinkomme, spring raus, schmeiß einem Mitarbeiter schnell meinen Schlüssel hin und der parkt dann für mich ein? Genau. Es gibt eine Firma, Airport Car Service, ACS, können Sie auch im Internet googeln und die machen auch Valet-Parking, die waschen Ihr Auto, werden Sie wechseln, alles, was Sie wollen. Okay, das würde ich dann auch in den Shownotes, so heißt es ja, unterhalb des Beitrages dann einsetzen. Jetzt gibt es noch einen Sicherheitshinweis, ja, dass man
unsere Sachen soll man nicht unbeaufsichtigt lassen. Ja, zum Schluss unseres Interviews würde ich gerne auf die Zukunft kommen. Was haben Sie denn so im Nähkästchen gerade geplant? Dürfen Sie uns da schon was verraten, was so die nächsten Schritte sind, um das Serviceangebot, was ja kaum noch zu toppen ist, zu steigern? Also wir haben wirklich jetzt gerade in den letzten 12 bis 24 Monaten unheimlich viel umgesetzt. Das ist ein Programm, was wir uns vorgenommen haben. Das werden wir noch abschließen jetzt bis zum Jahresende. Wir werden noch ein paar Ruhezonen kommen noch dazu. Ein bisschen das Erlebnisangebot aus dem Bereich, den ich Ihnen genannt habe, werden wir noch ein bisschen ausbauen. Auch so eine Ausstellung zu Flughafen-Dingen noch ergänzen. Okay. Das ist das, was in den nächsten Wochen, Monaten noch kommen wird. Und ansonsten haben wir dann wirklich so viele Highlights, dass wir das dann erstmal aufrechterhalten müssen, schauen müssen, wo werden wir punktuell noch Sachen ergänzen. Wie ist das mit dem Terminal? Wir sind jetzt hier in 1 und 2. Es wird ein Terminal 3 kommen. Genau. Und gibt es da eine Terminierung oder wie sieht es da genau aus? Das wurde ja bereits in der Presse auch so kommuniziert, dass wir werden ein Terminal 3 haben. Frankfurt wird weiter wachsen und braucht zusätzliche Terminalfläche auch. Ab 2023 soll es dann ein neues Terminal 3 geben. Okay. Und Grundsteinlegung war ja auch schon. Haben wir noch ein paar Jahre zu warten, aber man kann dann davon ausgehen, dass es wahrscheinlich auch wieder eine Skytrain-Verbindung geben wird. Ja, genau. Dieses System finden wir übrigens auch sehr schlau. Ja, auch etwas wartungsärmer als vielleicht in Düsseldorf, wo das ein bisschen komplizierter aufgehangen ist. Aber wir finden das System gut, es geht schnell. Mancher Kunde, das ist uns auch gerade passiert, wir konnten jemanden aufklären. Es ist dann teilweise so, dass man in einem Wagen fährt und der nächste Wagen ist leer. Ja. Und dann wundert man sich, dass da nicht die Tür aufgeht. Also liebe Kunden, bitte nicht wundern, denn dafür gibt es einen Grund. Absolut. Das ist so, dass das System so ausgelegt ist, dass ein Wagen halt der Bereich ist, wo Gäste drin sind, die noch nicht sicherheitskontrolliert sind. In dem anderen Wagen, wo man sich vielleicht wundert, dass er leer ist, sind bereits sicherheitskontrollierte Gäste, die nur als Transfergast hin und her fahren. Genau. Das ist der Unterschied und das ist der Komplexität geschuldet. Ist ein ganz gutes System, wenn man das verstanden hat. Ja, dann findet man das nämlich am Schluss dann gut, dass nämlich dann bei einem anderen Halt die Leute in den anderen Wagen einsteigen können und dort einen ganz anderen Weg dorthin gefunden haben, also nach der Sicherheitskontrolle. Ja, dann am Schluss würde ich gerne die Kunden und die Zuhörer und Zuseher noch darauf hinweisen, was sie als nächstes machen, um sich noch weiter über den Flughafen zu informieren. Da gibt es, sie sind in allen Kanälen vertreten, kann man wiederum sagen. Aber ich persönlich hätte mir jetzt zwei rausgepickt, und zwar einmal ihre Facebook-Seite, wo unheimlich viel los ist. Unter Fraport findet man sie bei Facebook. Da kann man dann auch mit den Mitreisenden und anderen Reisenden diskutieren, kann Fragen stellen und kriegt von ihrem Serviceteam relativ schnell eine Antwort. Das ist eben auch wichtig, dass das gut betrieben wird. Also sehr viel los dort, sehr guter Service im Hintergrund. Und das Zweite, was ich empfehlen kann, ist Ihr YouTube-Kanal, den ich dann auch nochmal verlinke, weil man da eben diese ganzen Dokumentationen finden kann, die Sie gerade erwähnt haben. Man kann mehr zum Hintergrund am Flughafen Frankfurt erfahren. Sogar einige Mitarbeiterporträts habe ich dort gesehen, dass auch mal derjenige, der Ramp Agent, vorgestellt wird. Was macht er eigentlich und wie funktioniert die Abfertigung eines Flugzeugs? Also da ist unheimlich viel Content, professionell gemachter Content, muss man wirklich sagen. Facebook ist nicht nur der Fraport-Kanal, sondern auch der Airport-Frankfurt-Kanal. Ah, okay. Ja. Also. Und empfehlen kann ich auch Instagram. Also es gibt ja viele Leute, die, sagen wir, auch Fans von Fliegen sind, von schönen Bildern. Da passt das natürlich auch. Haben wir oben auf der Flugbesucherterrasse gerade auch schon mit Kollegen gesprochen. Und da sind interessante Gespräche. Hier ist auch an einem Donnerstagnachmittag, einem typischen Business-Tag, unheimlich viel los auf der Besucherterrasse. Wir können den Besuch in Frankfurt am Flughafen auch empfehlen, wenn man nicht gleich losfliegen muss. Sie haben da sicherlich hier auch die Reisebüros, dass man auch seinen Fernweh stillen kann, indem man sofort losfliegt. Und natürlich muss ich als Webseitenbetreiber auch meine eigene Webseite fluggesellschaft.de empfehlen und unser Premium-Angebot. Wir haben nämlich für Economy-Premium-Gäste jetzt eine eigene Webseite gelauncht, die nennt sich economy-premium.de, wo man eben auch einen Preisvergleich starten kann. Ja, Herr Kirner, dann sage ich herzlichen Dank und wir freuen uns jetzt auf die Besuchertour und hoffen, dass wir da unheimlich viel Material noch sammeln, was wir dann in einem anderen Beitrag an euch dann geben können. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Danke auch. Tschüss.